Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Build Train Fever in der Preview-Version. Wir haben uns beim letzten Mal die Bahnlinie hier eingerichtet zwischen Torsdorf und Frauenstein, beide Städte mit dem Personennahverkehr eingerichtet. Und heute soll es darum gehen, die Güter zu erfassen, die hier produziert werden. Wir werden natürlich mal gucken, dass wir hier den Personenverkehr noch ankurbeln müssen. Da müssen wir mal gucken, wie die 6 Minuten haben die momentan Fahrzeit. Dass die sich so ein bisschen einpendeln, logischerweise. Und dass wir hier langsam mal Gewinne erwirtschaften. Ich mache die Zeit mal ein bisschen schneller. So, das heißt, für den Güterverkehr brauchen wir auch hier logischerweise ein Frachtterminal. Das bauen wir hier ran. Die sollen hierhin transportieren. Das heißt, auch hier brauchen wir ein Frachtterminal. Wie bauen wir das hier hin? Am besten so, würde ich sagen. So, und dann sollen die Güter natürlich in die Stadt transportiert werden. Das heißt, auch hier in der Stadt benötigen wir ein Frachtterminal. Und da empfiehlt es sich immer, das möglichst nah an die Industrie ranzubauen, weil die sind dann eben auch die, die hier das Ganze verbrauchen. Oder in Gebrauch haben. So. Einkaufsbedürfnisse, Arbeitsplätze. Na, das heißt, wir brauchen hier Baumaterialien, Maschinen, Treibstoff, Waren, Lebensmittel, Werkzeuge. Und was produzieren wir hier? Hier produzieren wir Kunststoff. Gut, das heißt, wir müssen jetzt nämlich auch darauf achten, was die Städte eigentlich auch für einen Bedarf haben. Das haben wir hier, ein Eisenerzbergwerk. Und hier haben wir ein Kohlebergwerk. Hier haben wir noch eine Lebensmittelindustrie. Baumaterial, Stein und Schlacke. Irgendwo ein Steinbruch. Okay, die. Also man sieht schon, es gibt jetzt viel längere Produktionsketten, wo man sich tatsächlich ein bisschen Gedanken machen muss, was man wie und wo produziert. Hier produzieren wir Holz. Das ist jetzt natürlich ein bisschen mit Suchen verbunden. Hier haben wir eine Ölquelle. Da haben wir eine Raffinerie. Und da haben wir auch eine Ölquelle. Gut, das ist natürlich alles nicht super nah beieinander. Das heißt, wir müssen hier einfach mal schauen. Oh, guck mal. Hier fängt jetzt der erste Passagier. Oh, sogar 6 Stück. Das heißt, wir fahren endlich erste Passagiere auf unserer Linie. Sehr gut. So, dann müssen wir eben mal gucken, ob die hier überhaupt das Plastik nutzen würden. Ich glaube nämlich fast das nicht. Das heißt, wir können unser Depot hier erstmal wieder verkaufen. Das war jetzt eine kleine Fehlinvestition, aber wir schauen einfach mal weiter. Chemiefabrik. Mal gucken, was braucht denn Torsdorf? Torsdorf benötigt Werkzeuge, Lebensmittel und Waren und bietet selber Arbeitsplätze hier unten an. Das heißt, Werkzeuge, Lebensmittel und Waren. Gut, wir gucken mal, wo wir eines der Teile produzieren können oder ob wir überhaupt in der Nähe von Torsdorf irgendwas haben. Ansonsten müssen wir die Sachen nämlich von weiter weg rankarren. Was dann natürlich auch wieder ein logistisches Problem ist. So, aber jetzt hier sieht man zum Beispiel, ne, hier werden Waren produziert aus Brettern und aus Kunststoff zum Beispiel. Was auch nicht so ganz in der Nähe ist. Wir schauen. Wir gucken mal weiter. Wir müssen ja nicht unbedingt bei uns da in der Ecke anfangen. Wir können ja auch einfach hier etwas entferntere Sachen erschließen. So zum Beispiel von dem Bauernhof hier. Die produzieren entsprechend Waren. Nach da. Ja, das ist auch alles nicht so
Wir müssen ja auch kalkulieren, dass wir hier mit Pferdefuhrwerken erstmal arbeiten. Und da müssen wir mal schauen, wo sich da die Gelegenheit ergibt, dass wir da was mit anfangen können. Und nicht unbedingt zu weite Fahrtstrecken auch haben. Ne? Das muss ja immer rentabel bleiben, sag ich mal. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir ein Eisenerzbergwerk und hier haben wir noch eine Ölquelle. Aber auch das ist natürlich wieder nicht... Wir könnten natürlich... Hier haben wir, weil die produzieren Öl und Treibstoff. Öl und Treibstoff. Was benötigt denn... Hatten wir schon geguckt, ne? Okay. Also Lebensmittel und Werkzeug. Sieht das hier in Wachau aus? Also wir können jetzt eben Arbeitsplätze fördern, indem wir hier diese Materialien zur Verfügung stellen. Oder wir können Einkaufsmöglichkeiten wachsen lassen. Je nachdem, was wir in die Stadt auch anliefern. Oh, ich sehe hier, guck mal, hier hat sich schon ordentlich Fahrgäste gesammelt. Sodass wir hier jetzt auch schön mit den vollbesetzten Zug fahren. Das ist doch schon mal sehr gut. So, hilft uns jetzt aber auch nicht bei den Waren weiter, ne? Wir wollten jetzt hier mal gucken, was wir mit den Waren machen und wo wir Abnehmer für Waren haben. In Reimlingen brauchen wir auch Lebensmittel. Wir haben hier einen Bauernhof. Aber die nächste Lebensmittelindustrie ist auch jetzt hier oben. Es ist alles nicht so günstig gelegen hier auf der Karte. Hier haben wir einen Steinbruch. Können wir hier vielleicht was machen? Hier brauchen wir Eisenerz und Kohle. Hier haben wir noch einen Steinbruch. Hier brauchen wir Stein und oder Stein oder Schlacke? Das ist jetzt die Frage. Hoppala. Kann es auch sein, dass wir nur Stein brauchen. Hier haben wir noch eine weitere verarbeitende Industrie. Alles nicht so einfach. Hier wird aus Getreide Kunststoff hergestellt. Das ist auch interessant, okay. Ja, wo können wir denn jetzt mal unsere erste Güterlinie einrichten? Das ist, das liegt alles irgendwie nicht so super günstig, auch für unser Budget, was wir jetzt hier haben. Vielleicht müssen wir auch erstmal warten, bis die... bis die Personenlinien hier Geld abwerfen oder auch mehr Geld abwerfen. Sodass wir... Ich würde das natürlich doch ganz gerne... Wahrscheinlich sitzt ihr schon vor dem Monitor und denkt so, was macht der bekloppte Typ denn da? Aber... Ja, das ist... Also wir könnten natürlich auch... Wenn wir hier in Bitburg zum Beispiel Lebensmittel nehmen würden, dann bräuchte man wieder eine sehr, sehr lange Bahnstrecke. Das wäre wieder eine sehr lange Bahnstrecke. Oder hier zum Beispiel Jürgenshagen. Guck mal, das ist doch hier verbunden. Und wenn wir da dann eine kleine Bahnstrecke einrichten würden, Bahn kostet natürlich wieder total viel Kohle, aber... Na mal gucken. Also, wir versuchen das mal. Pass auf. Eine LKW-Station, sprich ein Depot. Einmal hier. Wir müssen wahrscheinlich gleich einen Kredit aufnehmen, aber das will ich jetzt zeigen. So, dann haben wir hier noch ein weiteres und wir brauchen logischerweise, weil wir wollen die Sachen ja hier in die Stadt bringen. Hier brauchen wir auch noch ein weiteres. Das heißt, wir bauen hier noch in die Stadt. Am besten gleich hier vorne, oder? Da haben wir einen schönen Einzugsradius. Dahin. So. Was brauchen wir jetzt? So, hier haben wir die produzierende Industrie. Das heißt, am naheliegendsten ist es, wenn wir erstmal einen Kredit aufnehmen. Ansonsten können wir hier gar nichts mehr machen.
Wenn wir jetzt hier... Na? Können wir hier eins hinbauen? Können wir hier ein Busdepot bauen? Weil... Pass auf. Wir erstellen jetzt eine neue Linie. Und zwar von hier nach hier. Ne? Weil hier ist ja unsere verarbeitende Industrie. Das ist Step 1. Hier sagen wir mal... Bauernhof zu... Oh, wie nennt man das? Konservenfabrik. Bauernhof zu Konserve. Ne, das ist mir so. Okay. Dann brauchen wir eine zweite Linie. Die von der Konserve zur Stadt geht. Klar, ne? Also, das nennen wir Konserve Stadt. Ne, was heißt, wie heißt das? Jürgenshagen. Das passt ja sogar. So. Das ist nämlich das. Und jetzt müssen wir uns Pferdefuhrwerke kaufen. Davon nehmen wir schon mal einige, weil wir jetzt müssen wir nämlich loslegen und den Bedarf überhaupt erstmal antriggern. Und so, dass wir überhaupt... zack, hallo. So. Dann Linie auswählen und zwar von Bauernhof nach Konserve. Ne? Weil momentan haben die halt hier keine Produktion. Und die nächste muss von Konserve nach Jürgenshagen. Damit die überhaupt erstmal anfangen zu produzieren. Logischerweise. So, schicken wir gleich ein paar drauf, weil da werden wir sicherlich ein paar brauchen. Ah, und schon geht's nämlich los. Ne? Das heißt, der Bauernhof fängt jetzt hier munter an zu produzieren. Und jetzt in diesem Moment, deswegen habe ich das hier so nah rangebaut, wollen wir natürlich zusehen, dass unsere Fuhrwerke auch hier die Güter abholen, damit der schön weiter... Ich habe das doch als erstes ausgewählt, oder? Die biegen alle rechts ab. Na, okay. Na gut, dann müssen wir warten, bis die angekommen sind. So, hier können wir nochmal... Eins. Und den schicken wir noch auf die andere. Und dann müssen wir mal gucken, wie die sich jetzt einpendeln hier. Die fahren jetzt erstmal alle hier unten hin. Da müssen wir jetzt mal gucken. Aber die produzieren jetzt halt hier auch schon ganz gut. Ne? Hier warten jetzt insgesamt 10 Stück. Vieh und Getreide. Na gut, dann rücken wir mal. Das sind jetzt so neue Vario oder variable Güter. Vorher in Train Fever, im Vorgänger, musste man immer auswählen, welches Fahrzeug was laden soll. Ne? Und das Baumstämme, okay, das ist glaube ich eine Standardeinstellung. Und in Transport Fever ist es jetzt so, dass wir hier auswählen können, dass es halt so variable Ladung ist. Oder dass hier einfach dann mitgenommen wird, was da ist. So, ich würde sagen, wir schauen mal eben wieder runter. Was macht denn hier unsere Bahnstrecke? 19 wartend und der Zug ist auch gleich schon wieder da. Und hier unten... Das passt noch. Also da sind die Kapazitäten noch nicht erschöpft. Und wir sehen auch, dass wir jetzt hier ein bisschen Geld reinbekommen. Und ich hoffe, dass sich dann auch unsere Güterstrecke da oben rentabel entwickelt. Und da müssen wir halt mal schauen mit der Zeit, dass wir hier eventuell auch welche von den Gütern oder auch hier unten von den Arbeitsplätzen hier in unsere Hauptstädte reinbekommen, um die eben noch schön wachsen zu lassen. Da
würde ich nämlich fast sagen, dass wir quasi hier doch diese Strecke auch noch mit anfangen. Und hier produzieren. Das müssen wir dann mal schauen. Das dürfte eigentlich auch funktionieren. Das können wir ja eben schon mal einrichten. Und zwar, na, also was wir vorhin hier vorhatten. Einmal plöpp. Nein, hier muss ich hin. Dann hier noch einen hin. Und den, den wir hier am Anfang platziert hatten. So. So, und auch hier müssen wir jetzt neue Linien einrichten. Das heißt, wir kommen von der Ölquelle hier hin. Ölquelle zu Plastikfabrik. Einmal. Und dann brauchen wir natürlich noch hier von der Plastikfabrik in die Stadt. Weil die Waren sollen ja verbraucht werden. Plastikfabrik Frauenstein. Okay, das, ich denke, damit können wir was anfangen. So. Auch hier fangen wir wieder an mit dem Depot an der Industrie an sich. Und jetzt geht's los. Wir brauchen auch hier wieder Pferdefuhrwerke. 1, 2, 3, erstmal hier eine ganze Menge. Und jetzt schicken wir die hier Ölquelle dahin. Das nächste schicken wir erstmal Plastikfabrik dahin. So, dass wir erstmal den Bedarf triggern und dann können wir hier anfangen, das Ganze einzurichten. Dann können wir hier auch das Ganze jetzt so abziehen und uns hier in die Ecke schieben, damit wir sehen, wann was kommt. Hier oben gucken wir mal. Oh, hier warten schon jede Menge. Kriegen die das hier mit weg? Wahrscheinlich müssen wir hier noch ein paar mehr kaufen. Gehe ich mal fast von aus. So, das heißt, im nächsten Teil, liebe Leute, geht es dann daran, die Linien, die wir jetzt eingerichtet haben, zu optimieren und auf ja, Profit zu trimmen. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs eure Aufmerksamkeit, fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann haut doch den Daumen nach oben. Das würde mich sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut und ciao.